Überaus erfolgreich waren die deutschen Teilnehmer beim Wings for Life World Run 2019, der insgesamt rund 3,5 Millionen Euro an Spenden für die Rückenmarksforschung einbrachte. Der Erlös soll helfen, Querschnittslähmung heilbar zu machen. Insgesamt 120.000 Teilnehmer weltweit waren an den Start gegangen, zurückgelegt wurden über 1 Million Kilometer. Der Startschuss fiel für alle Läufer zur selben Zeit. Meistgelesene Artikel Lind. Fußball, Premier League Company Hammer Schock Klopp Fußball, 2. Ligasieg in Fürth, Köln feiert Aufstieg Handball, Champions League Europa Mission von PSG gescheitert Tint. Fußball im Teller trotz Posse aufgestiegen Fußball, Bundesliga warum VAR Handproblem nicht löst Russe siegt vor Deutschland Trio der globale Sieger war der Russe Ivan Motorin, der in Izmir, Türkei an den Start ging und erst nach 64,3 Kilometern von der fahrenden Ziellinie, dem Catcher Car, eingeholt wurde. Dahinter landeten im Endergebnis drei Deutsche, David Schönherr, 62,6 Kilometer, Florian Neuschwander, 61,5 und Andreas Strassner, 61,2. Schönherr und Neuschwander traten in München an, Strassner bei der Veranstaltung in Rio de Janeiro. Auch bei den Frauen kam die Siegerin aus Russland, Nina Sarina kam in Zug, Schweiz auf 53,7 Kilometer. Die Wings for Life Stiftung wurde 2004 vom zweimaligen Motocross-Weltmeister Heinz Kienigartner und Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ins Leben gerufen. Let's block it's why.